So, da sind wir im Urlaub angekommen, endlich. Herzlich willkommen bei Portananda in Oberammergau oder aus Oberammergau. Heute, ja, es regnet natürlich, egal. Kloster Ettal, seid gespannt und kommt mit. Donnerwetter, da fehlen einem wirklich die Worte. Also unfassbar. Ja, ich interessiere mich für Kirchengeschichte natürlich und für Kunstgeschichte. Also eigentlich müsste man hier eine Führung machen und sich jedes Gemälde, jede Figur erklären lassen. Eigentlich, wenn man reinkommt, man weiß überhaupt nicht, wo man zuerst hingucken soll. Das ist wirklich überwältigend. Wahnsinn. Und dieser unfassbare Geruch von Weihrauch, vergisst man wirklich Zeit und Raum. Das ist wirklich eine unfassbare Magie da in dieser Basilika, also Kloster Ettal. Das ist einfach ein wahnsinnig spiritueller Ort. Wir erkunden weiter das Gelände hier, also kommt mit. So, und was auch noch total magisch ist, kaum stehen wir vor dem Portal der Basilika und laufen quasi unserer Arbeitskollegin in die Arme. Wir wussten eben, dass wir zur gleichen Zeit hier sind, also die Kollegin in Schwangau, glaube ich. Ja, und wirklich nicht abgesprochen, absoluter Zufall. Wir wollen einfach in die Basilika, öffnen das Portal und begegnen uns da. Also das ist wirklich unbeschreiblich. Da fehlen mir wirklich die Worte. Wirklich schön, also so ein tolles Erlebnis. Wahnsinn. So, und wenn man schon mal in Ettal ist, haben wir hier gleich eine Schaukäserei entdeckt. Schaukäserei Ammergauer Alpen. Gucken wir mal, was dahinter steckt. Vermutlich Käse. So, und da sind wir schon. Genossenschaft Schaukäserei Ammergauer Alpen. Verkauf und Besichtigung. Gehen wir einfach mal rein. So, schade. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind Foto- und Videoaufnahmen im Stüberl und vom Produktionsprozess leider nicht möglich. Jedenfalls kann man hier in der Schaukäserei sehen, wie der Käse hergestellt wird. Hinter einer Glasscheibe natürlich und direkt in der Verkaufsstube den wunderbaren Käse kaufen. Nebenan ist auch noch ein Schankbereich bzw. noch ein Bereich, wo noch ein Leerfilm oder so gezeigt wird. Das Ganze kennen wir auch, wo wir letztes Jahr in Füssen waren, in einer Sennerei. Da haben wir eine Führung gebucht. Und da konnte man wirklich wunderbar auch diesen Herstellungsprozess verfolgen. Trotzdem ist das hier noch ein wunderbarer Tipp. Wenn man in Ettal, Oberammergau ist, dann hier ab, rein geht's in die Käserei. Weiter geht's auf dieser wunderbar kleinen Entdeckungstour hier durch Ettal. Likörmanufaktur und Klosterbrauerei. Ich sehe schon, da kommen wir bestimmt wieder nicht rein. So, und da sind wir wieder auf der Klosteranlage. Hier ist sogar Brauereimuseum. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon mal das Bier getrunken habe. Ettaler und Benediktiner hell? Ich glaube ja. Das wäre jetzt übrigens wieder mal was für die Wanderverliebten. Beste Grüße an dieser Stelle. Es geht um Bier. Ja, jede Menge Leergut da hinten, ne?
Und da sind wir wieder hier im Innenhof. Ja, Bier haben wir jetzt irgendwie keins gefunden. Brauerei ist da. Ich glaube, das gibt es nur im Braustüberl geradeaus. Die Likörmanufaktur, die steht irgendwie noch aus. Die haben wir irgendwie nicht sichten können. Macht nichts. Ansonsten kann man sich hier wirklich von diesem Klostergelände überhaupt nicht satt sehen. Ja, dann wahrscheinlich da drüben Klostergaststätte, Klosterbräu, Gasthof. Ja, ich glaube, dann kann man hier einkehren, wenn man möchte. Und ihr habt gesehen, die Jacke ist aus, es wird langsam wärmer. Das deutet alles darauf hin, dass die nächsten Tage dann doch nochmal sommerlich werden sollten. Ganz kaum erwarten. So, kein Bier vor vier heißt das immer. Dann lieber Schnaps. Oh, wir haben 13 Uhr. Essen muss jetzt irgendwie noch nicht sein. Saufen irgendwie auch nicht. Aber gibt Aussicht auf Souvenire. Ah, da gibt es jedenfalls auch Klosterlikör. So, dann gibt es wenigstens noch einen gemischten Sechser. Benediktiner Weißbier dunkel. Weißbier naturtrüb. Weißbier alkoholfrei. Das ist eine Niete. Ja gut, kann man ja mal für zwischendurch. Ettaler Hell, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Kloster Dunkel. Auch sehr schön. Kloster Radler Naturtrüb. Okay. Ich hab Schnaps. Sie trinkt Schnaps. So, und wenn schon Kultur, dann richtig. Weiter geht's. Wohin? Schloss? Linderhof. Linderhof. Da schauen wir mal, ob der Kini zu Hause ist. Ludwig, der hat schon verstanden, wie man sich das schön und gemütlich macht. Also auch hier wieder wunderbar Geschmack bewiesen. Mann, hier lässt sich echt Lust wandeln. Das ist schon wirklich fast schon betörend. Hier bleibt einfach die Zeit stehen. Und so wunderschön alles in Watte gepackt. Das ist so ein richtiger Wohlfühlgarten hier. Hat er gut gemacht, der Kini, ne? Ja. Doch. Okay, so langsam kommt echt Urlaubsstimmung auf. Die Sonne kommt raus. Ah, der Regen scheint sich zu verziehen. Und es ist bullenwarm. Und der Panorama unbezahlbar. Wahnsinn, ne? Guck mal, wie das aussieht.
haben wir noch spontan in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Und sowas von üppig habe ich ja echt noch nie erlebt. Das ist für eine Dorfkirche echt ungewöhnlich. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar ein barocker Stil da drin. Also wirklich erschlagend schön. Wunderbar. So, das soll es für heute für das erste erstmal gewesen sein. Der Tag ist besser geworden als gedacht und als erwartet, wenn man die Wolken von heute Morgen gesehen hat. Ansonsten haben wir viel Schönes, viel Kultur gesehen und ja, sind auf jeden Fall schon mal positiv gestimmt für die nächsten Tage. Kleiner Spaziergang war das hier einmal durch den Ortskern. Jetzt plagt uns aber auch der Hunger. Wir haben voll Rhythmus. Es ist, guck mal, 3:45, beste Zeit, um irgendwie ein kleines Nickerchen zu machen, irgendwas zu essen, egal. Morgen ist ein neuer Tag, mal sehen, wo dann wieder hingeht. Ansonsten vielen Dank erstmal fürs Dabeisein und bleibt dran. Wir sind in Oberammergau in Oberbayern und werden hoffentlich noch viele schöne Dinge erleben. Bis bald, euer Schrömi von Pottananda. Ciao.